als letzten in der Runde Herrn Dr. Gehring bitten, nochmal so seine Gedanken hinzuzufügen und wo Sie übereinstimmen oder wo vielleicht auch nochmal andere Akzentsetzungen oder Differenzen sind. Bitte, Herr Gehring. Ja, vielen Dank, Herr Clausen, vielen Dank für die Einladung. Dem Ehepaar Killinger auch nochmal vielen, vielen Dank für die Initiativen. Ich spreche als Neurologe und Psychiater für die Nervenärzte hier in Deutschland. Wir behandeln genauso wie Neurologen erwachsene Patienten. Und um gleich anzuknüpfen, ja, wir klären auf. Und Herr Soges hatte das angesprochen, Epilepsie oder der SUDEP sei sowas lange in der Schmuddelecke der Informationspolitik gewesen. Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Herr Mayer hatte das schon ausgeführt. Die gesamte Epilepsie-Diagnose ist nach wie vor in der Schmuddelecke drin. Und von daher ist unser Fokus in der Aufklärung, gerade von erwachsenen Patienten, tatsächlich zunächst dafür zu sorgen, dass sie teilhabefähig sind. Die Frage nach Führerschein, Partnerschaft, Arbeitsfähigkeit, welcher Arbeitsplatz, welche Risiken am Arbeitsplatz und so weiter zu erarbeiten. Und ja, Frau Killinger, da kommt manchmal das Thema SUDEP tatsächlich in der Erstaufklärung und auch im Verlauf zu kurz. Es ist nicht so, ich spreche jetzt für, ich bin kein epileptologischer Spezialist und ich spreche demzufolge auch primär für nicht spezialisierte Praxen. In den Epilepsiezentren ist das sicherlich Fokus, aber in der allgemeinen Versorgung steht die Aufklärung über den SUDEP nicht primär im Vordergrund, nicht aus bösem Willen. Wir entscheiden uns nicht aktiv dagegen. Also ich glaube, die Antworten, wir hätten Sorge um die Reaktionen der Patienten, das würde ich eher als vordergründig einstufen. Was primär im Vordergrund steht, ist, dass anderes prioritär ist. Wir alle haben das oberste Ziel einer Anfallsfreiheit und als Konsequenz der Anfallsfreiheit geht es uns natürlich in der Betreuung der Patienten um Teilhabe und all diese Dinge, die ich angesprochen habe. Am Ende der Kette besteht dann natürlich auch das Ziel, diesen Worst Case, die schlimmste aller Folgen einer schlechten Einfallseinstellung, eben das SUDEP zu wiederholen, zu verhindern, aber erst dann. Und ich fürchte sehr, dass sich an den Zahlen, die Herr Soges vorgestellt hat aus 2014, noch nicht so arg viel verändert hat. Das wird tatsächlich das Ausmaß der Betroffenen, der Aufklärungshäufigkeit sein. Aber nochmal, nicht aus aktiver Entscheidung dagegen, sondern eben, weil andere Schwerpunkte gesetzt werden. Und auch das klang bei Herrn Mayer schon an, ein großer Faktor ist einfach die Zeit. Eine solche Aufklärung ins Detail zu gehen und verantwortungsbewusst mit dem Patienten zu besprechen, fordert einfach Zeit ein, die in der normalen üblichen Praxistaktung nicht gegeben ist. Da war ich übrigens überrascht über das Ergebnis Ihrer Befragung, Herr Clausen, dass diese Antwort, das passt nicht in meinen Praxisablauf hinein, überhaupt keine Antwort bekam. Und es war auch bei der Frage nur eine Antwort möglich. Aber da hätte ich schon das ein oder andere Ja tatsächlich erwartet. Ein Hauptfokus ist die Awareness, das dran denken. Und deshalb bin ich enorm froh, bei dieser Veranstaltung teilzuhaben, denn genau die soll das ja schaffen. Vielleicht eine Rückfrage, lieber Herr Gehring. Sie haben es ja mit den Erwachsenen zu tun, die dann eben. Also Sie stehen dann für Ärzte und Ärztekolleginnen und Kollegen, die über einen noch weiteren, viel, viel längeren Zeitraum mit Patienten zu tun haben. Wie muss man sich denn das vorstellen? Erlahmt das Thema oder muss man das immer wieder neu bringen oder stumpft man ab? Oder wie ist dann so eine Langzeitbeziehung, wenn ich mir das mal so vorstellen darf, dann auf ein solches Thema hin zu denken? Das ist eine richtige Antwort. Anders als die Neuropädiater, deren
Das stimmt nicht ganz. Auch da gibt es die Möglichkeit, die Patienten in der Transition zu behandeln, Herr Bettendorf, das ist schon. Aber vom Grundsatz her endet der Erstpatientenkontakt nicht mit dem 18. Lebensjahr, sondern fängt dann erst an. Und natürlich kommen immer wieder Einzelthemen, die eben gerade in der aktuellen Lebensplanung im Vordergrund stehen. Ich hatte vorhin als mögliche Erklärung, warum wird dieses Thema SUDEP unter den vielen Folgen einer schlechten Anfallseinstellung nicht häufiger angesprochen. Da ist sicherlich auch ein Teil dabei, dass wir uns vielleicht schon auf Vorbehandler oder eben die Epilepsiezentren verlassen. Auch das klang ja an, eine Therapie schwierige Epilepsie gehört wenigstens einmal in einem Zentrum vorgestellt.